Beste Bedingungen haben wir. Schöne Abendsonne hier über dem Biergarten vom Grünen Baum. Ein Traditionslokal in Michelstadt. Und hier, wo wir stehen, sind ganz viele Bäume. Ja, es ist nicht nur ein Baum, es ist sehr grün, Fachwerk drumherum, alte Mauern. Ein wunderschönes Ambiente. Wir können uns das auch mal aus der Luft angucken. Man glaubt es kaum. Das Ganze hier war bis vor kurzem noch der Parkplatz vom Grünen Baum. Und jetzt ist es ein großer Biergarten, weil man mehr Platz brauchte. Und das funktioniert super. Jeder hat unter dem Zelt seinen eigenen Platz mit genug Abstand zu den Nachbarn. Hier im Hintergrund von mir sieht man eine Hochzeitsgesellschaft aus Hamburg. Die haben weder in Hamburg noch in Berlin das Aufgebot bestellen können in Corona-Zeiten, sind dann in ihre alte Heimat in den Odenwald gekommen. Das ist auch ein gutes Zeichen. Aber auch die Menschen aus der Region kommen gerne hierher. Ich weiß, dass die Herrschaften hier drüben aus Michelstadt und Erbach sind. Und es war gar nicht so einfach für sie, hier einen Platz zu bekommen, richtig? Ja, das ist richtig, weil wir waren vor 3 Wochen hier und dann haben wir natürlich nicht reserviert. Also wir reservieren nicht, weil wenn wir mal Abendessen gehen, aber war ja nichts frei. Ja, deshalb haben wir ja heute gedacht, vielleicht haben wir heute mehr Glück am Dienstag. Wie gefällt es Ihnen hier? Ja, sehr gut. Also ich bin das erste Mal auch aus jetzt in Michelstadt in dem Biergarten hier und sehr schön. Ich komme aus Erbach und da sind jetzt auch 2 neue Biergärten entstanden und sehr schön ist auch schön draußen zu sitzen. Die Menschen wollen raus. Ne? Dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Abend. Viel Spaß hier. Und wir gucken jetzt mal, was wir heute am Tag hier im Odenwald erlebt haben. Wir haben ganz was Feines vor. Eine Mountainbike-Downhill-Strecke in Michelstadt. Das ist Bojo Kamenjarin, er ist der Vorsitzende von den Mümmlingstalradlern. Hallo, Bojo. Und los geht's auf dem MI1. Seit einem Jahr gibt's die Geo-Naturparkstrecke durch das Mümmlingtal. 25 Kilometer lang ist der Rundweg mit Start und Ende in Michelstadt. Erstmal hoch, 750 Höhenmeter. Eine echte Plackerei. Boah, hier geht's jetzt aber ganz schön rauf. Da schlägt auch das Sportlerherz schon etwas schneller. Zeit für eine kurze Verschnaufpause auf dem Viehtrieb-Trail. Wie oft fahren denn die Checks aus eurem Verein das hier nacheinander hoch? Eigentlich nur einmal dieses eine Stück. Aber hier die jungen Kerle, die fahren das doch wahrscheinlich 5-mal, oder? Die suchen sich diese schönen Stücke raus und fahren die dann etwas öfters da, wo man Airtime kriegen kann. Die möchten dann auch springen. Airtime heißt das also, wenn man in der Luft ist. Genau, und wir Älteren, wir rollen dann einfach nur drüber. Macht auch Spaß. Spaß pur, dann beim Uphill. Die Strecke lieben Gelegenheitsfahrer wie Profis. Und inzwischen steigen immer mehr aufs E-Bike. Corona hat dem Trend noch mal ordentlich Antrieb gegeben. E-Bikes, einfach, das explodiert auf der Strecke. Wir haben etwas mehr Arbeit, weil wir müssen dann, die E-Bikes sind schwerer, muss man immer wieder mal reparieren. Aber viel, viel mehr Leute. Also ich habe ja hier auch ein E-Bike und seitdem... Ach, das verrätst du mir jetzt? Ja. Und ich wundere mich schon. Ja, vorhin hatte ich ihn auch mal richtig drin, weil du bist ja fit wie so ein Turnschuh. Ja. Und mit dem E-Antrieb sind jetzt auch Touren drin, die sonst vielleicht zu anstrengend gewesen wären. Zeit für eine kleine Abkühlung. Kurzer Stopp am Waldschwimmbad in Michelstadt. Das hat seit Mitte Juni wieder auf. Natürlich mit entsprechendem Hygienekonzept. Es dürfen maximal 1000 Badegäste gleichzeitig rein. Von morgens 9 bis abends 9. Für die Schwimmer sind Bahnleinen eingezogen. Ob Rutsche oder Sprungbereich, überall gibt's Abstandsmarkierungen. So erfrischt kann's weitergehen. Zum Fototermin der anderen Art. Denn das ist deutschlandweit einmalig, das Instagram-Museum. So, desinfizieren. Und das sollte man hier nicht vergessen. Von wegen Fotos vom perfekten Urlaub. Hier erblasst die Community von Neid. Gut, das haben wir. Denn auf über 1000 Quadratmeter findet jeder seine perfekte Kulisse. Skurril, witzig, galaktisch. Bring dich in Pose. Das ist jetzt schon was hier für fortgeschrittene Selfie-Fotografen. Und das lockt auch junge Leute wie Tobias und Luis ins Museum. Hier ist sehr witzig, wenn man einfach sehr viele andere Hintergründe hat, wo man eigentlich woanders gar nicht findet. Das Ticket für 2 Stunden kostet 19 Euro für Erwachsene, für Schüler 12,50 Euro mit Voranmeldung.
mit dem Ganzen verbindet sich ja eine Idee. Es geht ja nicht nur darum, dass man jetzt hier schöne Fotos machen kann, sondern hier soll ja auch so das lokale Gewerbe und der Einzelhandel gefördert werden, ne? Genau, und die Idee dahinter war, dass wir Michelstadt bekannt machen und Leute sehen können, was es hier alles zu erleben gibt. Und haben deshalb auch als Hintergründe hier immer Szenen von und für Gewerbetreibende. Also jede Szene repräsentiert einen Gewerbetreibenden aus Michelstadt oder dem Odenwald. Ist das jetzt hier für einen Autohändler oder für ein Zoogeschäft? Für einen Autohändler tatsächlich. Oder das hier für einen Friseursalon. Auf den Tickets sind für die Geschäfte auch noch Gutscheine. Und unser Team entscheidet sich für die Riesenüberraschungstorte. So sind wir. Und weil wir gleich weiter zum berühmten Konditor wollen. Das ist der Laden von Bernd Siefert hier, dem Weltmeister der Konditoren. Haben Sie bestimmt schon bei uns im HR-Fernsehen gesehen. Auch er musste durch die Corona-Krise kleinere Brötchen backen, weil die ganzen leckeren Törtchen, die er in der Regel an Touristen verkauft, natürlich liegen blieben in der Corona-Krise. Deswegen hat er sich überlegt, ich muss was anderes machen. Jetzt gibt es bei ihm auch Brot. Hier ist er. Hallo, Bernd. Hallo. Wie kam es dazu, dass Sie als Konditor gesagt haben, Mensch, jetzt fange ich an, Brot zu backen? Naja, also es war nie mein Traum, Brot zu backen, aber mittlerweile ist es tatsächlich geworden, weil es macht wahnsinnig viel Spaß und es holt mir tatsächlich so den normalen Michelstädter wieder ins Café rein. Bernd Siefert hat sich ein paar Lehrstunden bei deutschen und französischen Brotmeistern geholt und setzt jetzt ganz auf Baguette und Sauerteigbrot. Das Ganze aus Odenwälder Getreide und Mehl. Und geht weg wie, na, Sie wissen schon. Kreativ aus der Krise. Das Motto für den Odenwald. Denn endlich ist hier wieder Leben. Am Ortsausgang von Michelstadt liegt das Open-Air-Gelände vom Hüttenwerk. Hier ist eigentlich ein Event nach dem nächsten. Nach den Lockerungen wurde auf die Schnelle ein kleiner Kultursommer ins Leben gerufen. Heute wurde geprobt. Das ist ein selbstgeschriebenes Stück über drei Drag Queens, was wir hier sehen auf der Kulturbühne Odenwald. Ein Zusammenschluss von Amateurtheatern, Bands, Veranstaltungslocations, die alle versuchen jetzt irgendwie in der Corona-Krise doch aktiv sein zu können. Hier soll es Open-Air-Veranstaltungen geben mit bis zu 250 Leuten. Ich will sagen, an welchem Tag ich so wirklich geboren wurde. Das war uns ging es einfach darum, dass weiter gemacht wird, dass nicht zu Ende ist, dass Zeichen gesetzt werden, dass man nicht aufhört, dass man nicht in eine Agonie verfällt. Und diese Schockstarre, die wir überall gesehen haben, die wollten wir nicht haben. Und so machen das Theaterteam Spiellust, die Freilichtbühne, das Hüttenwerk und andere vom 11. Juli bis 18. Oktober jede Menge Programm. Online-Tickets gibt's ab 12 Euro. Michelstadt bietet für die Ferien noch deutlich mehr als das berühmte Rathaus. Ideen und Kreativität, die gibt's hier im Grünen Baum. Das Restaurant, die Wirtschaft, das Hotel wird seit 330 Jahren überwiegend von Frauen geführt. Mittlerweile in der 14. und 15. Generation. Ja. Barbara, die Seniorchefin, Barbara Bär und Erika Bär. Sie haben 90% Einkommensverlust gehabt in der Corona-Zeit, als der Lockdown war. Richtig. Was hat das jetzt für Sie bedeutet? Ja, das Schlimme war ja in dieser Lockdown-Zeit, dass wir nicht wussten einmal, wie lange das dauert. Und als dann geöffnet werden durfte, war klar, dass wir unsere Sitzplätze, die Anzahl der Sitzplätze erhalten müssen. So haben wir unseren Biergarten auseinandergezogen über die Parkplätze, dass wir das Gästevolumen fassen können und auch natürlich unser Personal halten können. Das ist sehr wunderschön geworden. Ja. Werden Sie das beibehalten? Auf jeden Fall. Das war noch nie so schön wie in diesem Jahr, muss ich ehrlich sagen. Sie haben jetzt auch deutlich mehr Einnahmen dadurch, weil Sie mehr Platz haben. Aber die Zeit des Lockdowns, ja, das Geld, das wird Ihnen schon fehlen, oder? Ja, sicherlich. Das ist für keinen aufzuholen. Aber das hilft uns jetzt natürlich, hier aus der Krise rauszukommen. Ich habe schon gesagt, Sie haben Ideen, Sie sind kreativ. Erika, Sie machen immer spezielle Wochen. Das tun wir, ja. Um die Gäste neugierig zu machen, um was Besonderes zu bieten. Genau, wir sind auch kulinarisch da immer kreativ. Gerade auch in der Kooperation, die Odenwald-Gasthäuser, lassen wir uns immer Themenwochen einfallen, dass es auch immer wieder was anderes hat. Also uns selbst soll keine Langeweile aufkommen und unseren Gästen erst recht nicht. Und das wird auch nicht passieren, braucht sich keiner Sorgen zu machen, ja. Und so haben wir jetzt die Lammwochen ja gehabt. Die sind dem Odenwald weit ja sehr bekannt. Und als nächstes machen wir was mit Bären und Honig. Also es bleibt spannend, lohnt sich immer mal vorbeizuschauen. Dann wünsche ich Ihnen weiter viel Erfolg. Vielen Dank. Es hilft nichts, wenn man ein tolles Angebot hat. Das muss auch publik gemacht werden. Und dafür ist zuständig von der IHK Daniel Theobald.
Herr Theobald, es gibt einen Trailer, den Sie produziert haben, einen Werbeclip, Ich will hier raus. Was missverständlich ist, meint, man will von zu Hause raus und hierher in den Odenwald. Wir gucken uns den als erstes mal kurz an. Mit diesem Hashtag wollten wir als Region Bergstraße Odenwald im Frühjahr eigentlich unsere Image-Kampagne starten. Weil das der Slogan auf ganz andere Art und Weise zutreffen würde, konnten wir so nicht ahnen. Ich will hier raus. Folgt uns auf Instagram, Facebook und YouTube und holt euch so viel Bergstraße Odenwald wie möglich nach Hause. Ja, das Ganze war ein bisschen kontrovers, weil eben auch missverständlich, aber Aufmerksamkeit ist das Wichtigste im Marketing. Herr Theobald, Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, der Odenwald hat da schon noch Nachholbedarf. Inwiefern? Naja, erstmal, das war ja nicht die Initiative der Industrie- und Handelskammer, sondern tatsächlich der Odenwald-Initiative. Das heißt, die Destination Bergstraße Odenwald hat engagierte Unternehmer, wie Sie auch gerade gesehen haben, hier im Grünen Baum. Davon gibt es natürlich ganz, ganz viele in der Destination. Und die haben sich zusammengeschlossen und haben gesagt, wir möchten das Marketing ein Stück weit auch selbst in die Hand nehmen. Und dann ist diese Kampagne zustande gekommen tatsächlich. Und die Kampagne war ursprünglich auch gar nicht für Corona-Zeiten geplant, sondern dieses Ich will hier raus sollte tatsächlich sagen, ich möchte hier in den schönen Odenwald, in die Destination Bergstraße Odenwald hinaus. Sie haben eigentlich zwei Ballungsräume, das ist der Raum Frankfurt natürlich, bei uns in Hessen, aber auch südlich Mannheim, Ludwigshafen, was in der Nähe ist. Und trotzdem ist der Odenwald verkehrstechnisch vielleicht nicht so gut angebunden und Sie sagen, wir können da immer noch mehr machen. Wir können den Leuten zeigen, ihr müsst nicht in den Taunus fahren aus Frankfurt, ihr könnt auch in den Odenwald kommen. Genau, also das Schöne, und das wollen wir mit dieser Kampagne auch erreichen, ist in die Köpfe genau dieser Städter, sage ich jetzt einfach mal, zu kommen. Weil, Sie haben das erwähnt, innerhalb von einer Stunde bin ich nicht nur mit dem Auto, sondern auch mit der Odenwaldbahn unterwegs und bin schon in einer anderen Welt. Dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg. Wir haben heute gesehen, es ist schön hier, wir werden bestimmt wiederkommen. Morgen sind wir wieder unterwegs mit der Sommertour. Ich freue mich schon auf morgen, dann im Spessart.